Menschen auf den Boden gerungen oder brutal ins Gesicht geschlagen. Immer häufiger tauchen Videos von Polizeigewalt in Deutschland auf. 16. August, der Hauptbahnhof von Hannover. Polizisten versuchen, drei Jugendliche unter Kontrolle zu bekommen. Sie hatten die Verhaftung eines Taschendiebes verhindert. Die Situation eskaliert, als sich eine junge Frau einmischt und von einem der Polizisten gewaltsam weggeschubst wird. 17. August, Hamburg. Polizisten gehen auf einen 15-Jährigen los, setzen sogar Pfefferspray ein. Der 15-Jährige war mit einem E-Roller auf dem Gehweg gefahren, widersetzte sich dann der Befragung und legte sich mit 8 Polizisten an. Die machten kurzen Prozess. 18. August, Sachsenhausen bei Frankfurt. Ein junger Mann liegt hilflos am Boden. Polizeibeamte knien auf ihm, fangen an, ihn zu schlagen. Er schreit vor Schmerzen, doch erst als ein Beamter auf den jungen Mann eintritt, geht ein Polizeikollege dazwischen. Ähnliche Bilder vom 17. August in Düsseldorf. Wieder ein 15-Jähriger in der Gewalt der Polizei. Brutal kniet ein Beamter auf dem Hals des Teenagers. In jedem der Fälle wird gegen die Beamten ermittelt. Doch was auffällt, in jedem der Videos setzten die Videos erst mit Gewalt seitens der Polizei ein. Und in jedem der Fälle waren die Drangsalierten nicht ganz so unschuldig, wie die Videos vorgeben. Mir nun zugeschaltet Chefreporter Frank Schneider. Frank, wir haben gerade als letzten Fall den aus Düsseldorf gesehen von Mohammed A., dem 15-Jährigen. Du hast jetzt neue Erkenntnisse zu ihm. Was hast du bis jetzt erfahren? Ja, man muss vielleicht mal sagen, die Hintergründe, genau wie wir es gerade im Beitrag gesehen haben, zu diesen Personen, mit denen die Polizisten sich dort auseinandersetzen müssen. Sie ist auch eben in dem Beitrag brutal gegen diese Personen vorgegeben. Man muss ja grundsätzlich erstmal sagen, das sogenannte Gewaltmonopol liegt beim Staat. Das heißt, Polizeibeamte dürfen bei Gegenwehr und wenn ihre Maßnahmen nicht durchzusetzen sind, Gewalt einsetzen. Natürlich immer nur angemessene Gewalt. Und das wird ja jetzt auch in allen Fällen geprüft und ich werde das gleich auch nochmal genau schildern. Zwischen den Fällen gibt es ja auch deutliche Unterschiede. Der Fall Düsseldorf, da geht es um Mohammed A., das ist der junge Mann mit dem roten T-Shirt, der dort am Boden liegt. Da haben wir jetzt die Polizeiakte einsehen können. Und dann wird es natürlich hochinteressant. Er ist 15 momentan, seine kriminelle Karriere, man muss es leider so nennen, beginnt schon mit 13. Dort prügelt er in einem Jugendclub einen Gleichaltrigen so schwer zu Boden, dass der ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, also regelrecht krankenhausreif geprügelt. Danach geht es weiter, dann verprügelt er seine eigene Mutter. Es kommt zum Polizeieinsatz bei ihm zu Hause. Er wird wegen Sachbeschädigung angezeigt, wegen Einbruch. Dann geht er an einem Taxistand in Düsseldorf völlig grundlos auf ein Taxi zu mit zwei Komplizen, reißt die Fahrertür auf und brüllt diesen Mann dort an, provoziert ihn und beschimpft ihn als Hurensohn. Der Mann lässt sich das natürlich nicht gefallen, steigt dann aus, geht ihn hinterher und fragt, was das denn solle. Daraufhin dreht er sich um und schlägt ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und bricht diesem Taxifahrer das Nasenbein. Dieser Fall ist auch bereits angeklagt. Da wird es in Kürze zu einem Prozess kommen, wo dann Mohammed A. sich verantworten muss. Und auch bei dem Fall hier in Düsseldorf, wo ja das Video erst beginnt, in dem Moment, wo die Polizisten ihn fixieren, muss man wissen, er hat vorher sich eingemischt in eine Maßnahme der Polizei, sich dazwischen gestellt, einen Polizisten geschlagen, weggeschubst. Dann hat man ihn versucht, unter Kontrolle zu bringen. Das hat auch erst geklappt. Dann sollte er sich ausweisen, weil er aber nur eine Krankenversicherungskarte dabei hatte, sollte er dann mitgenommen werden zur Wache. Und daraufhin hat er sich massiv gewehrt, wahrscheinlich, weil er ja wusste, wenn die Polizisten ihn überprüfen, finden sie auch raus, was er sonst noch auf dem Kerbholz hat, hat dann um sich geschlagen, sich massiv gegen die Festnahme gesperrt. Und deshalb ist er fixiert worden. Was natürlich überhaupt nicht heißt, dass die Maßnahmen der Polizei nicht trotzdem überprüft werden. Denn was ja in solchen Fällen gerne immer so getan wird, als hätten wir hier keinen Rechtsstaat, natürlich prüft die Staatsanwaltschaft, wir haben ja Gewaltenteilung in Deutschland, diese Maßnahmen der Polizisten. Man muss nur einfach auch mal wissen, diese vermeintlichen Polizeiopfer manchmal, was sie vorher getan haben, wie es zu dieser Reaktion der Polizeibeamten kam. Und in Düsseldorf hat es eben auch so, er hat massiv um sich geschlagen und die Polizisten wollten vermeiden, dass er weiter Polizisten und Kollegen angreifen kann. Du hast es jetzt gerade gesagt, in diesem Fall wird das Ganze geprüft. Man muss natürlich auch sagen, das Video hat schnell an den Fall von George Floyd in den USA erinnert und vielleicht auch dadurch jetzt noch mal größere Schockwellen durch Deutschland gebracht. Aber wir haben auch andere Vorfälle gerade gesehen. Kannst du uns einmal da auf den neuesten Stand bringen, wie die Ermittlungen aussehen, falls es welche gibt in den Fällen aus Hannover, Hamburg, die wir gerade gesehen haben? Ja, ich möchte erst noch mal einmal eingehen auf diesen Vergleich mit George Floyd. Wir müssen ja mal sagen, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. George Floyd ist leider Gottes verstorben. Dort hat der Polizist massiv Gewalt gegen den Hals ausgewirkt. Das ist hier nicht passiert. Der Anwalt des jungen Mannes hat natürlich behauptet, sein Mandant sei auch mit einem Schädel-Hirntrauma verletzt und multiplen Prellungen. Man muss aber auch da wiederum wissen. Bereits am nächsten Tag ist er in eine Polizeimaßnahme geraten bei einer Massenschlägerei, hat mit nacktem Oberkörper posiert vor dem Polizisten und stolz erklärt, er sei der George Floyd aus der Altstadt
Und noch am gleichen Tag, 20 Minuten nach den Vorfällen, lief er auch bereits wieder durch die Altstadt des Beweisen Überwachungsvideos. Und bei der Kontrollaktion einen Tag nach der Tat haben Polizisten ihn dann auch gefragt, ja, warum er denn draußen rumlaufe, er sei doch angeblich verletzt, hätten sie gehört. Nee, er wäre nicht verletzt, ihm ginge es gut. Auch das muss man vielleicht mal berücksichtigen, wenn man jetzt sieht, was der Anwalt behauptet, wie schwer doch sein Mandant angeblich verletzt und traumatisiert ist. Bei den anderen Fällen, ich habe es bereits gesagt, man muss klar differenzieren. Der Fall in Frankfurt ist in meinen Augen relativ klar gelagert. Da tritt ein Polizist den am Boden liegenden. Das geht nicht. Man sieht ja auch sofort, dass Kollegen dazwischen gehen, ihn wegschieben. Dort haben auch eigene Kollegen bereits eine Anzeige gegen ihn gefertigt, bevor überhaupt das Video öffentlich wurde. Also da hat sozusagen der Kontrollmechanismus innerhalb der Polizei hat funktioniert. Der Fall in Hamburg ist so gelagert, dass der sich auch massiv gesperrt hat. Was genau da der Hintergrund war, ist unklar. Das Video setzt ja auch erst in dem Moment ein, wo die Polizisten aktiv werden. Es gibt die lange Fassung auch im Internet. Und da sieht man eben, dass er vorher massiv, er ist groß, sehr kräftig, massiv auf Polizisten und insbesondere die beiden Polizistinnen einschlägt. Auch das muss man wissen, auch das sieht man hier nicht. Und dann haben wir natürlich noch diese sogenannte Tumultlage in dem U-Bahn-Schacht. Auch da muss man sich vorstellen, ist natürlich immer hinterher schön, in Zeitlupe so ein Video zu analysieren. Aber da sind mehrere Personen durcheinander, man weiß überhaupt nicht, wer ist Täter, wer ist Opfer. Es geht völlig durcheinander, alle schreien, schubsen, fallen übereinander her. Und die Polizisten versuchen erstmal die Personen zu trennen, überhaupt die Übersicht zu bekommen. Und man muss ja auch wissen, nach den Übergriffen der letzten Monate gegen Polizeibeamte, du hast es eingangs in der Moderation gesagt, haben Polizisten natürlich auch immer die Sorge, Täter können auch möglicherweise abgebrochene Bierflaschen, Messer, Ähnliches gegen sie einsetzen. Deswegen versuchen sie immer, die Personen auf Distanz zu halten. Denn nur dann können sie möglichst sicher in den Einsatz gehen und dass ihnen oder ihren Kollegen nichts passiert. Und dass es natürlich sehr brutal aussieht, wie er die Frau wegschubst, völlig klar, ist auch immer die Frage, musste das in dem Moment sein? Aber um einfach mal zu erklären, warum es in diesen Situationen zu diesen Tumulten kommt, alle schreien durcheinander, fallen übereinander her und die Polizisten kommen und müssen erstmal versuchen, irgendwie Ruhe und Ordnung reinzubringen. Aber wie gesagt, alle Fälle werden durch Staatsanwaltschaften geprüft. In Deutschland herrscht Gewaltenteilung und es herrscht ein Rechtsstaat. Und es wird in den Einzelfällen alles überprüft und es wird auch völlig klar sein, in Frankfurt gehe ich jedenfalls felsenfest davon aus, dass der Polizeibeamte auch ein Verfahren bekommen wird wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt.